Einen schönen guten Tag und hallo. Erneut herrscht Krieg zwischen Israel und den Palästinensern. Die Bilanz nach einer Woche der Gewalt stand 18. Mai: rund 220 Tote im Gazastreifen, darunter mindestens 61 Kinder und 36 Frauen und mehr als 1.500 Verletzte. Im Westjordanland gab es 13 Tote und Hunderte Verletzte im Verlauf von 2 Wochen. In Israel 10 Tote, darunter 2 Kinder. Die unablässigen israelischen Bombardements des Gazastreifens seien, Zitat, schwerer und härter als Bombenangriffe zu früheren Zeiten, Zitat Ende, so Helen Ottens-Peterson, Leiterin der Palästina-Mission von Ärzte ohne Grenzen. Zitat: Es ist gefährlich, nach draußen zu gehen, und es ist gefährlich, drinnen zu bleiben, in den Häusern. Zitat Ende. Denn die Menschen säßen in der Falle. Nach UN-Angaben haben etwa 52.000 Palästinenser innerhalb einer Woche ihre Häuser und Wohnungen verloren infolge der Bombardements. Das entspricht immerhin der Größe einer Kleinstadt. Zivile Infrastruktur, darunter Zugangsstraßen zu Krankenhäusern, das Stromnetz und Bildungseinrichtungen, wurden gezielt zerstört. Ebenso das Gaza Media Center, in dem zahlreiche Medien ihre Büros unterhielten, darunter die Nachrichtenagentur AP und der Nachrichtensender Al Jazeera. Die Berichterstattung über Kriegsverbrechen wird dadurch erschwert. Zu den fortgesetzten Angriffen auf den Gazastreifen gehört auch die Sprengung ganzer Hochhäuser. Unterdessen feuerte die Hamas innerhalb einer Woche mehr als 2000, wenngleich wenig zielgenaue Raketen auf Israel ab. Diese Eskalation ließ die unmittelbare Ursache der gegenwärtigen Krise in den Hintergrund treten. Ihr Auslöser war zunächst die geplante Vertreibung von etwa 20 Familien aus dem Ostjerusalemer Stadtteil Sheikh Jarrah, in deren Häuser israelische Siedler einziehen sollen. Auf die massiven palästinensischen Proteste und Demonstrationen seit Anfang Mai reagierten die israelischen Sicherheitskräfte mit Tränengas, ohrenbetäubenden Lärmgranaten, mit Gestank verbreitenden Wasserwerfern, Gummigeschossen und Schlagstöcken, was innerhalb weniger Tage zu Hunderten Verletzten führte. Gleichzeitig weiteten sich die Unruhen auf andere Teile Ostjerusalems aus. Die israelische Seite suchte sie weiterhin gewaltsam niederzuschlagen inmitten der Ramadan-Feierlichkeiten. Dabei wurde auch der Haram al-Sharif, also der Tempelberg, so die jüdisch-israelische Bezeichnung, von israelischen Sicherheitskräften gestürmt, einschließlich der Al-Aqsa-Moschee, die sich dort befindet. Die Al-Aqsa-Moschee, von der aus der Prophet Mohammed in den Himmel aufgestiegen sein soll, ist das dritthöchste Heiligtum im Islam nach Mekka und Medina. Diese Bilder bewaffneter Israelis an diesem Ort wurden nicht allein von Palästinensern, sondern weit in die islamische Welt hinein als bewusste Provokation aufgefasst. Umso mehr, als zeitgleich Tausende rechtsextremer Juden in die Altstadt von Jerusalem strömten, um der Eroberung des Ostteils der Stadt im Sechstagekrieg von 1967 zu gedenken, im Rahmen des sogenannten Jerusalem-Tages. Angesichts der explosiven Lage durfte sie allerdings nicht ihre traditionelle Route durch die arabischen Teile der Altstadt nehmen. Am Rande sei erwähnt, dass Revolutionsführer Khomeini im Iran als Reaktion auf diesen Jerusalem-Tag seinerseits in den 1980er Jahren einen Al-Quds-Tag ausgerufen hat, übersetzt also ebenfalls einen Jerusalem-Tag. Zudem versammeln sich auch in Berlin jährlich einige hundert Demonstranten, was in den hiesigen Medien meist als Ausdruck einer besonders widerwärtigen Form von Antisemitismus angeprangert wird. Zu den Initiatoren des jüdisch-israelischen Jerusalem-Tages gehörte maßgeblich die extremistische Kach-Partei des orthodoxen Rabbiners Meir Kahane. Sie wurde 1994 als Terrororganisation eingestuft und verboten, nachdem einer ihrer Anhänger, 29 betende Muslime, im Grab des Patriarchen in Hebron erschossen hatte. Kahane selbst war 1990 in New York ermordet worden.
Er trat offen für die Vertreibung und Entrechtung der Palästinenser ein. Leiter der Jugendbewegung unter den Kahane-Anhängern war lange Zeit Itamar Ben-Gvir. Heute ist er Parteichef der Rechtsaußenpartei Jüdische Macht, die seit den Wahlen im März mit 9 Abgeordneten in der Knesset vertreten ist, dem israelischen Parlament. Ben-Gvir ist ein Protégé von Premierminister Netanyahu, der dem Extremisten und seiner Partei half, in die Knesset gewählt zu werden. Die Jugendorganisation der Jüdischen Macht heißt Lehava, Flamme. Ihr vollständiger Name übersetzt lautet Organisation zur Prävention von Assimilation im Heiligen Land. Lehava lehnt persönliche und geschäftliche Beziehungen zwischen Juden und Nichtjuden strikt ab, allen voran Liebesbeziehungen und Eheschließungen, insbesondere zwischen Juden und Palästinensern. Am 10. Mai startete Ben-Gvir, der wiederholt die Zerstörung der Al-Aqsa-Moschee gefordert hat, dem Ostjerusalemer Stadtteil Sheikh Jarrah einen bewusst provokativen Besuch ab, um lauthals die Vertreibung der Palästinenser zu fordern. Anschließend begab sich der fromme Mann zur Klagemauer, um dort zu beten. Groß ist die Entfernung dorthin nicht, sie beträgt weniger als 1 Kilometer. Und gerade diese Nachbarschaft erklärt die politische und strategische Bedeutung von Sheikh Jarrah. Benannt ist der nördlich der Altstadt gelegene Stadtteil nach dem Leibarzt von Saladin, dem Herrscher über Ägypten und Syrien, der 1187 Jerusalem von den Kreuzfahrern zurückerobert hatte. Seit der Eroberung Ostjerusalems und des Westjordanlandes im Zuge des Sechstagekrieges von 1967, verstärkt seit den 1980er Jahren, verfolgen israelische Regierungen eine Politik der Judaisierung dieser besetzten Gebiete auf Kosten der Palästinenser. Während westliche Regierungsvertreter seit Jahrzehnten wie ein Mantra die Zwei-Staaten-Lösung propagieren, hat die israelische Politik, ob links- oder rechtsorientiert, längst vor Ort Fakten geschaffen, die die Gründung eines lebensfähigen palästinensischen Staates unmöglich machen. Die israelischen Siedlungsblöcke zerschneiden das Westjordanland und zerstören, ganz im Sinn ihrer Planer, dessen territoriales Gefüge zugunsten der Siedler. Daran vermochte auch das Oslo-Abkommen zwischen Israel und den Palästinensern von 1993 nichts zu ändern, ganz im Gegenteil. Mit seiner Aufteilung des Westjordanlandes in A-, B- und C-Zonen förderte es noch die Zersiedelung. Die forcierte Vertreibung der Palästinenser nicht allein aus Sheikh Jarrah, sondern aus Ostjerusalem allgemein, verfolgt 2 Ziele. Zum einen soll die Judaisierung des Ostteils vorangetrieben werden, um den israelischen Anspruch auf das gesamte Jerusalem als Hauptstadt Israels zu unterstreichen. Und zum anderen soll ein geografischer Keil zwischen die arabische Altstadt und die angrenzenden palästinensischen Stadtviertel getrieben werden. Auch das untergräbt die palästinensische Forderung nach Eigenstaatlichkeit mit Ostjerusalem als Hauptstadt. Was aber haben die Ereignisse in Ostjerusalem mit der Hamas im Gazastreifen und der erneuten Gewaltexplosion zu tun? Wie hängt beides zusammen? Kurz gesagt, die israelischen Provokationen rund um die Al-Aqsa-Moschee, ausgerechnet im Fastenmonat Ramadan, verbunden mit den Enteignungen in Sheikh Jarrah, enthielten fast schon eine Garantie auf Eskalation. Die Regierung Netanyahu hat vorsätzlich und bewusst gezündelt. Israel steht vor den 5. Neuwahlen innerhalb von 2,5 Jahren und ein bewaffneter Konflikt stärkt die Position und die Wahlchancen des unter Korruptionsverdacht stehenden Netanyahu. Die Hamas ihrerseits nutzte die Schwäche wie auch Ineffizienz der palästinensischen Autonomiebehörde in Ramallah und erklärte sich zu Verteidigern der Al-Aqsa-Moschee. Das Ultimatum der Hamas, Israel solle sich bis zum 10. Mai um Mittag aus dem Umfeld der Moschee zurückziehen und die Zwangsräumungen in Sheikh Jarrah absagen, verstrich erwartungsgemäß ungehört. Daraufhin
schoss die Hamas Raketen in Richtung Jerusalem und Tel Aviv, die israelische Seite antwortete mit schweren Luftangriffen. Dieser Mechanismus aus Gewalt und Gegengewalt folgt einem vertrauten Muster. Seit 2006 hat es fast in jedem Jahr, am schwersten 2006, 2008, 2014 und jetzt in diesen Tagen bewaffnete Zusammenstöße in und um den Gazastreifen gegeben. Den höchsten Preis zahlen stets die Palästinenser. 2014, im Verlauf von zweimonatigen Kampfhandlungen, verloren rund 2200 von ihnen ihr Leben, darunter mindestens 1400 Zivilisten. Auf israelischer Seite starben 71 Menschen, 67 Soldaten und 4 Zivilisten. In der hiesigen, der westlichen Wahrnehmung gelten stets die Palästinenser als Angreifer und Terroristen, während für Israel grundsätzlich das Recht auf Selbstverteidigung greift. Palästinenser dagegen scheinen über dieses Recht nicht zu verfügen, was nicht wirklich verwundert, denn noch nie in der Geschichte haben die Stärkeren den Schwächeren ein solches Recht zugestanden. Als besonders verwerflich gilt die große Anzahl von Raketen, die vom Gazastreifen aus in Richtung Israel abgeschossen werden. Allerdings sind sie wenig treffgenau und werden zu mehr als 90% vom Raketenabwehrsystem Iron Dome abgefangen. Dennoch lösen sie in Israel verständlicherweise Angst und Schrecken in der Bevölkerung aus. Die Ursachen der Gewalt werden aber in der Regel in Israel wie auch in den westlichen Ländern allgemein nicht in der Entrechtung der Palästinenser gesehen, sondern in der Annahme, die Terroristen der Hamas und andere Dschihadisten wollten Israel vernichten. In den letzten Jahren haben sich Ostjerusalem und der Gazastreifen zu verlässlichen Brennpunkten entwickelt, wobei die jüngsten Unruhen eine neue Dimension aufzeigen. Zusammenstöße zwischen Israelis und Palästinensern, auch in Israel selbst, hatte es zuvor nicht gegeben. Warum aber diese Fokussierung der Gewalt im Umfeld von Ostjerusalem und dem Gazastreifen? Im Gazastreifen leben rund 2 Millionen Menschen zusammengepfercht auf einer Größe der Stadt Bremen. 2006 haben die letzten Parlamentswahlen in den palästinensischen Gebieten stattgefunden, also im Gazastreifen und im Westjordanland. Die Palästinenser in Ostjerusalem durften nicht wählen. Obwohl diese Wahlen frei, geheim und fair verlaufen sind, wie unter anderem Wahlbeobachter der Europäischen Union festhielten, haben Israel, die USA, die palästinensische Autonomiebehörde und schließlich die EU das Ergebnis der Wahlen nicht anerkannt, denn der Wahlsieger war die Hamas. Die Palästinenser haben sie weniger gewählt wegen ihrer islamistischen Ideologie, sondern als Ergebnis der Inkompetenz, Korruption und Willfährigkeit der Fatah-dominierten Autonomiebehörde gegenüber Israel, die seit dem Tod Yasser Arafat 2004 vom heute 85-jährigen Mahmoud Abbas geleitet wird. Seit 2006 sind die palästinensischen Gebiete zweigeteilt. Die Hamas kontrolliert den Gazastreifen und die Autonomiebehörde das Westjordanland. Die für dieses Jahr geplanten Neuwahlen hat Mahmoud Abbas Anfang Mai auf unbestimmte Zeit verschoben. Offiziell, weil die Palästinenser in Ostjerusalem erneut nicht wählen dürfen. Vor allem aber, ganz im Sinn der israelischen Mentorin von Abbas, weil die Hamas auch bei diesen Wahlen, Umfragen zufolge, siegen würde. Die Lebensbedingungen der rund 350.000 Palästinenser in Ostjerusalem sind besser als jene im Gazastreifen, was allerdings nicht viel heißen will. Entrechtet sind auch sie, denn Israel hat Ostjerusalem 1980 völkerrechtswidrig annektiert. Die Regierung Trump hat diese Annexion 2017 anerkannt. In Ostjerusalem sucht Israel seine Kontrolle zu festigen und auszuweiten, vor allem mit dem Ziel, die Zahl seiner palästinensischen Bewohner unter Zuhilfenahme entsprechender Zwangsmaßnahmen kontinuierlich zu senken. Den Gazastreifen dagegen suchen Israels Nationalkonservative nach Möglichkeit abzuschotten,
Am liebsten würden sie ihn wohl mit Hilfe eines Bulldozers geografisch in Richtung Ägypten verschieben. Die meisten Bewohner des Gazastreifens sind Vertriebene oder die Nachfahren von Vertriebenen, die 1947-48 im Zuge der israelischen Staatsgründung aus den Küstengebieten zwischen Tel Aviv und Ashdod nach Gaza verdrängt worden sind. Israel hat seine Siedlungsaktivitäten im Gazastreifen 2005 mangels Rentabilität aufgegeben und sieht sich seither nicht mehr als Besatzungsmacht. Das ist der jüdische Staat gleichwohl, denn er kontrolliert alle Zugänge, indirekt auch die auf der ägyptischen Seite in und aus dem Gazastreifen. Gleichzeitig hat er eine umfassende Blockade verhängt. Diese auch zu Friedenszeiten an Strangulation grenzende Blockade ist völkerrechtswidrig, ebenso wie die Annexion Ostjerusalems und die Siedlungspolitik im Westjordanland. Wen aber interessiert das? Viel zu eng ist die Verflechtung politischer, wirtschaftlicher und auch militärischer Interessen zwischen Israel, den USA und der Europäischen Union, als dass israelische Regierungen mehr als mahnend erhobene Zeigefinger seitens der westlichen Wertegemeinschaft zu gewärtigen hätten. Gerne versehen mit dem Hinweis, die Besatzung beschädige die israelische Demokratie. Was sie unter den Palästinensern anrichtet, ist offenbar nur von untergeordneter Bedeutung. Ganz abgesehen von der Frage, ob eine Besatzungsmacht tatsächlich eine Demokratie sein kann und umgekehrt. In Ostjerusalem leben die Palästinenser in einer Art Zwischenreich. Staatliche Leistungen von israelischer Seite erhalten sie als Nichtjuden nur sehr eingeschränkt, von der palästinensischen Autonomiebehörde sind sie abgeschnitten. Bewohner des Westjordanlandes dürfen ihr kulturelles und wirtschaftliches Zentrum Ostjerusalem nur mit Sondergenehmigung betreten, die zu beantragen in der Regel Wochen benötigt und meist abgelehnt wird. Der kürzeste Weg, etwa von Ramallah, dem Sitz der Autonomiebehörde, und Bethlehem, führt über Ostjerusalem, doch Palästinenser müssen weiter Umwege nehmen bis an die jordanische Grenze, wollen sie von Nord nach Süd gelangen oder umgekehrt. Ostjerusalem ist für sie weitgehend tabu. Das bedeutet einen Umweg von 80 Kilometern, obwohl die Entfernung zwischen Ramallah und Bethlehem gerade einmal 20 Kilometer beträgt. Überall müssen Palästinenser Checkpoints passieren. An jedem einzelnen dürfen sie damit rechnen, dass man sie dort stundenlang festhält oder abweist. Ohne weiteres können Palästinenser dort auch misshandelt oder sogar erschossen werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass israelische Soldaten in dem Fall juristisch zur Rechenschaft gezogen werden, liegt statistisch bei 0,7%. Das gilt auch dann, sollten sie einem Angeschossenen medizinische Hilfe verweigern und ihn verbluten lassen, wie unlängst mit einem Neffen von Saeb Erekat geschehen, dem langjährigen Chefunterhändler zwischen Israel und der Autonomiebehörde. Obwohl die Palästinenser 38% der Gesamtbevölkerung Jerusalems ausmachen, entfällt auf Ostjerusalem lediglich 12% des städtischen Budgets. Die dortigen Palästinenser sind in einer ganzen Reihe hinlänglich dokumentierter, staatlich veranlasster Diskriminierungen in allen Bereichen ihres Alltages ausgesetzt, darunter einer höheren Besteuerung, fehlenden Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, einer mangelnden Wasserversorgung. Am schwersten aber dürfte ins Gewicht fallen, dass Palästinenser in Ostjerusalem faktisch keine Baugenehmigungen erhalten. Die gibt es allein für jüdische Siedlungen. Bauen sie dennoch, werden ihre Häuser nahezu in jedem Fall wieder abgerissen. Die Botschaft ist klar, zieht weg von hier. Palästinenser aus Ostjerusalem, die sich für länger als 3 Jahre im Ausland aufhalten, dürfen nicht mehr in ihre Heimatstadt zurückkehren. Schon nach 3 Monaten Abwesenheit können israelische Behörden das sogenannte Abwesenheitsgesetz, Absentee Law, anwenden und die Rückkehr verweigern. Nicht zuletzt für Studenten ist das ein großes Problem. Sie müssen regelmäßig vor Ablauf von maximal 3 Jahren heimfahren, benötigen dann aber eine erneute Ausreisegenehmigung seitens der israelischen Behörden. Die zu erhalten, aber das dauert
gegebenenfalls Monate, und das bedeutet ein verlorenes Semester. Auch hier ist die Botschaft klar: Verschwinde. Seit 1967 haben 14.000 Palästinenser ihre Aufenthaltsgenehmigung für Ostjerusalem verloren, selbst wenn sie dort geboren wurden oder seit Generationen dort ansässig sind. Die Hälfte dieser Aberkennungen ist seit 2006 erfolgt, Tendenz rapide steigend. Das erklärt, warum die geplante Enteignung weiterer Palästinenser in Sheikh Jarrah zum Fanal und Brandbeschleuniger werden konnte. 80% der Ostjerusalemer leben mittlerweile unterhalb der Armutsgrenze. Ihre Marginalisierung und Entrechtung schreitet unaufhörlich voran, einschließlich der systematischen Beseitigung oder Zerstörung von Symbolen palästinensischer Identität, ebenso politischer wie kultureller Institutionen. Nicht allein in Ostjerusalem stehen die Palästinenser mit dem Rücken zur Wand, und das wissen sie nur zu gut. Die umfassende Blockade des Gazastreifens zur See, zu Land und zur Luft seit 2007 hat die dortige Wirtschaft ruiniert und den Privatsektor wie auch die Mittelschicht faktisch ausgelöscht. Arbeit gibt es kaum. Rund 70% der Bevölkerung sind auf Lebensmittelhilfen angewiesen, die stets vom Ausland oder internationalen Hilfsorganisationen zur Verfügung gestellt werden, niemals von Israel. Diese Hilfen erreichen Gaza allerdings nur, wenn die de facto Besatzungsmacht nicht die temporär geöffneten Grenzübergänge für längere Zeit schließt, was regelmäßig der Fall ist. Die israelischen Bombardements des Gazastreifens seit 2006 haben Tausende Palästinenser getötet und Zehntausende verletzt. Die dortige Infrastruktur ist in großen Teilen zerstört. Es gibt nicht einen einzigen Bunker, in dem Zivilisten Zuflucht nehmen könnten. Zum einen fehlt es an entsprechenden Baumaterialien, zum anderen lässt die israelische Seite deren Bau nicht zu. 97% des im Gazastreifen verbrauchten Trinkwassers eignet sich nicht für den menschlichen Gebrauch. Laut Angaben der Vereinten Nationen haben der Mangel an Wasser und Strom sowie die völlig unzureichende medizinische Versorgung und fehlende Bildungseinrichtungen den Gazastreifen längst unbewohnbar gemacht. Covid-19 hat die Gesundheitslage noch verschärft, der jetzige Krieg erledigt den Rest. Die Menschen im Freiluftgefängnis Gazastreifen befinden sich in einer ebenso verzweifelten wie ausweglosen Situation. Das erklärt, warum viele Palästinenser vor allem dort die Hamas unterstützen. In einer Situation, in der es nichts mehr zu verlieren gibt, scheint Gewalt für Menschen ohne Hoffnung durchaus eine Option zu sein. In der hiesigen öffentlichen Wahrnehmung, die der israelischen fast vollständig folgt, ist allein die Hamas verantwortlich für Krieg und Gewalt. Die in der Politik und den Medien vorherrschende Sichtweise geht in etwa wie folgt. Die wahlweise fanatische oder terroristische Hamas beschießt Israel mit tausenden Raketen in der Absicht, den jüdischen Staat zu zerstören. Selbstverständlich macht Israel vor diesem Hintergrund von seinem legitimen Recht auf Selbstverteidigung Gebrauch. Dass die Zerstörungen auf palästinensischer Seite ungleich höher sind als auf der israelischen, ungeachtet der Vielzahl an abgeschossenen Raketen, die allerdings meist abgefangen werden oder gar nicht erst treffen, spielt dabei keine Rolle. In der hiesigen Wahrnehmung ist nicht die Besatzungsmacht Israel der Aggressor, sondern die terroristische Hamas. In der EU gilt sie seit 2003 als Terrororganisation und darf sich folglich dort politisch nicht betätigen. Man könnte es freilich auch anders sehen, wie beispielsweise der US-Linguist und Friedensaktivist Noam Chomsky. Zitat: Ihr nehmt mir das Wasser weg, verbrennt meinen Olivenbaum, zerstört mein Haus, ihr nehmt mir die Arbeit weg, stehlt mir das Land, werft meinen Vater ins Gefängnis, tötet meine Mutter, hungert uns aus, erniedrigt uns, aber Schuld trage allein ich, denn ich habe eine Rakete zurückgeschossen. Zitat Ende. Ungeachtet aller Dämonisierung der Hamas werden sich israelische Führungspersonen davor hüten, sie zu stürzen.
Zum einen wäre das kaum möglich. Zum anderen weiß man in Israel sehr wohl, dass jede Bewegung, die auf die Hamas folgen würde, deutlich radikaler und gewaltbereiter wäre. Die Hamas entstand übrigens 1987 als Reaktion auf israelische Besatzung mit Wissen und Unterstützung israelischer Geheimdienste und des Militärs. In der Absicht, mit Hilfe der Islamisten die säkulare PLO unter Yasser Arafat zu schwächen. Gleichzeitig hat die israelische Führung nie zu erkennen gegeben, unter welchen Bedingungen sie bereit wäre, die Blockade des Gazastreifens zu beenden. De facto ist diese Blockade ein Dauerzustand geworden, den die israelische Seite als Instrument der Unterwerfung einsetzt, als Mittel zum Zweck eines unbedingten Machtwillens und der Schikane aller Palästinenser. Und sie denkt nicht ernsthaft daran, auf dieses Instrument zu verzichten. Eine Besatzung um der Besatzung willen und die fortschreitende Judaisierung Ostjerusalems wie auch des Westjordanlandes, das ist der Kern israelischer Machtpolitik. Besatzung auf ewig ist für Israels rechtsnational ausgerichtete Parteienlandschaft die neue Normalität. Der jüdische Teil der Bevölkerung zwischen Mittelmeer und Jordanfluss besitzt alle Rechte, der nichtjüdische Teil keine oder nur sehr eingeschränkte. Letzteres trifft auf die Palästinenser mit israelischem Pass zu, die in Israel wie auch im Westen allgemein nicht als Palästinenser bezeichnet werden, sondern als israelische Araber. Selbstverständlich sind aber auch sie Palästinenser. Sie stellen etwa ein Fünftel der israelischen Bevölkerung. Diese Hierarchisierung von Herrschaft, die Vorherrschaft der einen Gruppe auf Kosten der anderen, erklärt, warum israelische und nicht-israelische Menschenrechtsgruppen, darunter Human Rights Watch, Israel als Apartheidstaat bezeichnen. Die westliche Staatengemeinschaft, allen voran die USA und die Europäische Union, folgen stillschweigend der israelischen Politik und verzichten seit langem darauf, Ostjerusalem oder den Gazastreifen auf die Agenda internationaler Politik zu setzen. Die Gewalt, die wir heute sehen, ist nicht zuletzt ein Ergebnis dieser Komplizenschaft. Die neue US-Regierung unter Joe Biden, in der hiesigen Wahrnehmung ein großer Hoffnungsträger, lässt Israel freie Hand, die Palästina-Frage auch weiterhin allein militärisch anzugehen. Ihre Prioritäten liegen nicht im Nahen Osten, sondern in der Schwächung der beiden großen Widersacher der globalen Machtansprüche Washingtons von Russland und China. Der Versuch des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, einen Waffenstillstand im Nahen Osten zu erwirken, scheiterte am 16. Mai am Veto der USA. Die Regierung Netanyahu zieht es vor, den Krieg aus wahltaktischen Gründen in die Länge zu ziehen und hat dementsprechend auch ein Waffenstillstandsangebot der Hamas für die Dauer eines Jahres abgelehnt. Die Regierung Biden hatte offenbar keine Einwände. Stattdessen erklärte sie, sowohl Israelis wie auch Palästinenser verdienten, Zitat, Freiheit, Sicherheit, Würde und Wohlstand, Zitat Ende. Solange jedoch allein die israelische Seite diese Verheißungen weitgehend in Anspruch zu nehmen vermag, die palästinensische davon aber Lichtjahre entfernt zu sein scheint, wird es immer wieder zu Gewaltexplosionen in und um Ostjerusalem kommen und zu Kriegen in und um den Gazastreifen. Nicht fehlen darf abschließend der Blick auf den Umgang der deutschen Politik und der hiesigen medialen Darstellung dieser erneuten Gewaltrunde. Im Grundsatz bleiben die Entscheidungsträger und Meinungsmacher ihrer vertrauten Rolle treu und folgen weitgehend kritiklos dem israelischen Narrativ. Die Hamas setzt auf Terror, Israel antwortet mit militärischer Gewalt zwecks Selbstverteidigung. Gemäß dieser Lesart sind auch die zivilen Opfer im Gazastreifen, einschließlich der vielen getöteten Kinder und Frauen, der Hamas anzulasten, weil sie die Zivilbevölkerung gewissermaßen als Schutzschild missbraucht. Um die Bedrohung für Israel zu unterstreichen, fehlt es nicht an Berichten, denen zufolge Teheran die Hamas unterstütze. Auf rhetorischer Ebene ist das zweifelsohne der Fall. Wie aber sollten Geld
oder Waffen aus dem Iran in den abgeriegelten Gazastreifen gelangen? Nichts ist unmöglich, aber bis zum Beweis des Gegenteils dienen solche Behauptungen weniger der Wahrheitsfindung als vielmehr der Festigung bestehender Feindbilder. Um die Sachlage richtig zu gewichten: Israel verfügt über Atomwaffen, ist die stärkste Militärmacht zwischen dem Atlantik im Westen und Indien im Osten, erhält allein aus den USA jährlich 3,8 Milliarden Dollar an Finanzhilfen für Rüstungsausgaben. Am 17. Mai, also einen Tag nach dem Nein Washingtons zu einem Waffenstillstand im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, gab die US-Regierung bekannt, sie werde Israel Waffen im Wert von 735 Millionen Dollar liefern. Dagegen könnten selbst Waffenlieferungen Irans an die Hamas wenig ausrichten, wenn es sie denn gäbe. Die Raketen, die sie verschießt, sind überwiegend Marke Eigenbau. Die Frage nach den Ursachen der Gewalt wird in Deutschland selten gestellt, jenseits der bewährten Filter: die Hamas schießt, Israel verteidigt sich. Schon die Benennung historischer Tatsachen, darunter etwa die Vertreibung von rund der Hälfte der palästinensischen Bevölkerung von rund 800.000 Menschen im Zuge der israelischen Staatsgründung 1947-48, erfordert einen gewissen Mut. Der Diskursrahmen dessen, was über Israel öffentlich gesagt werden kann, ohne den Vorwurf des Antisemitismus auszulösen, ist sehr begrenzt. Da das von Israel an den Palästinensern verübte Unrecht immer offener zutage tritt, gibt es seit einigen Jahren verstärkte und erfolgreiche Bemühungen entsprechender Lobbygruppen, die Definition des Begriffes Antisemitismus auszuweiten, mit dem Ziel, Kritik an israelischer Politik als israelbezogenen Antisemitismus zu geißeln und somit zu sanktionieren. Das ist keine rhetorische Finesse, denn der Vorwurf des Antisemitismus ist ein scharfes Schwert und kann eine bürgerliche Existenz zerstören, wird er nur lange genug erfolgreich erhoben. Die Gleichsetzung von Kritik an Israels Vorgehen mit Antisemitismus und Judenhass ist politisch gewollt, in der Sache aber abwegig. Nach dieser Lesart sähen sich heute wohl auch Hannah Arendt oder Albert Einstein an den Pranger gestellt, die beide dem Zionismus eher reserviert und kritisch gegenüberstanden. Was also ist Antisemitismus? Antisemitismus ist der Hass auf Juden oder die Ablehnung von Judentum aus rassistischen Motiven. Wie jede andere Form von Rassismus ist auch der Antisemitismus Ausdruck von Menschenverachtung. Wer also Juden ablehnt oder gar verfolgt, weil sie Juden sind, ist Antisemit. Wer einen Juden kritisiert, allein weil er Jude ist, ist Antisemit. Wer einen Juden kritisiert, weil er seine Handlung als falsch erachtet, ist kein Antisemit. Es ist wichtig, diese Unterscheidung zu treffen, weil diejenigen, die Kritik an israelischer Politik mit Antisemitismus gleichsetzen, genau diese Unterscheidung aufzuheben versuchen. Nur so lässt sich das von Israel an den Palästinensern begangene Unrecht nach außen hin legitimieren. Leider glauben die meisten Entscheidungsträger und Meinungsmacher, sie hätten die richtigen Lehren aus der jüngeren deutschen Geschichte gezogen, indem sie die Groß-Israel-Ideologie der nationalreligiösen Parteien aus dem Umfeld Netanjahus im Geist von Völkerverständigung und Erinnerungskultur umarmen. Das mag erklären, warum es neben Corona gegenwärtig nur noch ein weiteres großes Thema zu geben scheint, den allenthalben wahrgenommenen Antisemitismus pro-palästinensischer Demonstranten in Deutschland. Ja, es gibt antisemitische Einstellungen unter Migranten. Die sind ebenso entschieden abzulehnen wie antimuslimische Ressentiments anderswo. Wer aber glaubt, in Deutschland lebende Palästinenser, Araber oder Muslime könnten sich emotional mit israelischer Politik identifizieren, muss sehr gutgläubig sein. Es ist richtig, dass führende Repräsentanten dieses Staates, bis hinauf zur Bundeskanzlerin und zum Bundespräsidenten, antisemitischen Misstönen auf Demonstrationen im Angesicht israelischer Militäroperationen eine klare Absage erteilen. Aber was hindert sie daran,
Empathie für die vielen Toten im Gazastreifen zu zeigen und das historische Unrecht, dem sich die Palästinenser ausgesetzt sehen, wenigstens zur Kenntnis zu nehmen? Um es klar und deutlich zu sagen, das historische Vermächtnis der jüngeren deutschen Geschichte bedeutet nicht unkritische Solidarität mit der Regierung Netanyahu. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.